schaut euch dieses prachtvolle Feld an. Es gedeiht. Wie klein das Ganze ist. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Life in the Woods. Und ja, ich habe jetzt leider ein paar Tage nichts machen können. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ja, aber ich bin ja jetzt wieder da. Und soweit ich mich recht entsinnen kann, sind wir das letzte Mal bei dem Feld stehen geblieben. Würde ich sagen, machen wir das Ganze doch mal. Im Anschluss würde ich doch mal gern anfangen, so langsam, man kann es ja noch nicht Haus nennen, aber das Haus zu bauen, dass da mal so ein bisschen Struktur in das Ganze reinkommt. So. Ah ja, habe ich noch einen gebaut? Nein, natürlich nicht. Gut. So, mal wieder in die Werkbank. Achso, nicht wundern, ich glaube, es ist euch wahrscheinlich eh nicht aufgefallen. Ich sag's euch trotzdem, ich habe jetzt hier mal eine Werkstation draus gemacht. Hat man nämlich dann hier gleich alle Items in einem Blick und kann auch direkt was craften, wenn man dann auch die Materialien da dementsprechend drin hat. Und ich brauche jetzt aber, was ich jetzt gerade nicht habe, ist... Ah doch, ich habe noch eine Eisenhacke. Na, na, ist doch wunderbar. Wunderbar. So, jetzt ist aber die Frage... Doch, da mache ich auch noch Feld hin, oder? Ist ja sonst viel zu wenig. Und wir brauchen unbedingt Eisen, meine lieben Freunde. War letztes Mal leider nicht so eine große Ausbeute. So. Warte mal, warte mal, warte. 1, 2, 3, 4. Ah ja. Andere Schaufel. Ah doch. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Na. Da schließen wir das Ganze ab. Dann sieht es auch ein bisschen runder aus, das Ganze. Und das hier muss weg. Auch wenn ich hier ein bisschen Erde mopse. Gut. Haben wir das, haben wir das, haben wir das. Achso. Okay. Dachte gerade schon. Das sind jetzt aber nur jeweils vier Felder. Das heißt, ich müsste dann noch eins hier reinbauen. Genau, in der Fackel. Na klar, na klar. So. Dann ist das so richtig. Gut. Ich sehe schon, die Arbeit macht mich gerade wieder ganz schön hungrig hier. Karotten-Seeds haben wir auch noch. Ja, die würde ich gerne einpflanzen. Wo habe ich denn die auf einmal her? Ja, ich pflanze die mal hier ein. So. Ich habe nichts zu essen, war ja klar. So, was sagen denn hier die Bären? Sieht gut aus. Her damit. Also zwei. Da. Gut.
würde ich sagen, na, jetzt wird es langsam wieder Nacht. Ah, bevor ich es vergesse. Es gibt hier was Tolles Neues. Gibt jetzt hier einen neuen Mod drinne mit einem Questbuch und das Ganze, meine lieben Freunde. Ich gehe mal ganz kurz hier hoch. Ob ich irgendwelche Monster oder so jagen. Das Ganze sieht dann etwa so aus. Und wenn ihr hier unten auf Click here to start drückt, dann habt ihr hier eine Menge Quests, die ihr erledigen könnt. Ja, man muss sich da erstmal so ein bisschen reinfriemeln, aber wenn man das Ganze dann einmal gemacht hat, dann weiß man auch, wie es läuft. Und dann schauen wir hier mal so rein und dann hier drauf. Dann auf Öffnen und dann seht ihr hier schon, ich habe hier schon so ein bisschen ausprobiert, ja. Es tut mir wirklich leid, ich habe hier so ein bisschen ausprobiert, weil ich wissen wollte, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht schon hier, wenn man hier raufklickt, das ist so gesehen die erste Quest. Einfach eine Spitzhacke aus Holz herstellen. Ja. Und dann seht ihr unten schon, sind halt immer so die Belohnungen, die man kriegt. Hier ist halt, ja, random, was man rauskriegt. Da kann man sich überraschen lassen. Komme ich denn jetzt zurück hier? Huch, nein, jetzt habe ich wieder... Hallo? Ach, da unten. Ah, okay. Gut, das wusste ich noch nicht. Ich bin manchmal blind. Gut. Auch hier bei Tables, da steht dann halt hier, was man halt alles so herstellen muss. Und dann kriegt man dafür auch dementsprechend die Belohnung. So, was haben wir noch? Kille 15 Zombies und 10 Skelette. Dafür gibt's Enderperlen. Okay. Ein volles Herz. Soweit ich gehört habe, sind die Herzen eigentlich nur für diesen, man kann ja auch bei Life in the Woods, kann man den Hardcore-Modus einschalten. Und da muss man sich dann die Herzen irgendwie erquesten. Dafür ist dieses ganze Buch eigentlich gedacht. Damit man danach überlebt, weil man ohne weiteres keine Herzen mehr bekommt. Ah ja, ist ja süß. Aber Weizenkörner, wir brauchen unbedingt Weizen noch. Ah. Da komme ich noch. Doch, da komme ich ran. Okay. Nein, ein Brot her, ne? Es wird ja nicht schwer. Gut, und dann gibt es ja hier auch nochmal. Quarzmühlstein, was? Holzkurbel. Aha. Gebratenes Huhn gibt's da. Na, da würde ich doch. Direkt mal los. Und ein Bett. Okay, da unten haben wir. Ach, cool. Ja, naja, Leute, dann wissen wir ja, was wir denn in nächster Zeit machen werden. Gut, na, das war's jetzt erstmal so ein bisschen vom Questbuch. Wenn ihr die Mod auch haben wollt, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Dann kann ich euch gerne das Ganze verlinken. Und ich glaube, wir hatten schon wieder einen schlechten Traum. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal noch zu den lieben Nachbarn. Und schauen mal, was wir uns da ausleihen können. Ne? Ihr kennt das Ganze ja schon. Wir borgen uns die Sachen ja nur aus. Ne? Wir klauen da nichts. Wir sind ja da jetzt nicht so. Wir borgen uns das Ganze aus. Wurde natürlich auch alles schon erfragt. Die haben auch ja gesagt. Ja. Ist alles im grünen Bereich. Ich sollte mir unbedingt hier noch irgendwie einen vernünftigen Weg runterbauen. Hallo? Keiner da. Guten Morgen, Herr Huhn. Ist ja gut, schönen Tag noch. Jo, da sind wir auch schon. Ich klopf sogar an. Klopf, klopf. Komm jetzt rein. Was haben wir denn hier Schönes? Ja,
Curryleaf, nee. Rosenkohl können wir uns einmal mitnehmen. Spinat. Gerstensamen, die haben wir schon. Sellerie können wir uns da mitnehmen. Schalotten können wir uns auch mitnehmen. Melone. Trauben. Noch mehr Trauben. Ich mag kein Spinat. Ja bitte? Alter. Ach, okay, alles klar. Ich dachte, hier wirft gerade irgendwer nach uns. Ja, das war ja Curry, Brokkoli. Bauersprossen, okay, Steckrüben. Noch mehr Melonen. Nix. Okay, ich glaube, es reicht erstmal, bevor ich dir alles wegnehme. Unbedingt diese Sprengler haben. Gesundheit. Oh. Da. Hast du mir gerade ins Gesicht gerotzt, Alter? Ja. Brauchst mich gar nicht so anpfeifen, Mann. Guten Morgen, junge Dame. Sie sehen wieder genauso schön verpixelt aus wie letzte Mal. Ja. Ich nehme das als Kompliment an. Du hast sogar ein Herz. Ihre Stimmung war passiv. Oh, du bist friedlich, ne? Das ist ja schon mal gut. So, ah nee, Special war das ja nicht. Das war ja unter Interagieren. Was? Ah, da, plus, wollte ich gerade sagen, ne? Also, wenn ich einen Witz mache, dann hast du dich gefälligst zu freuen. Ja, okay. Naja, man sieht sich, ne? Aber Alter! Alter, der hat mich gerade gebissen. Darf ich den töten? Was sind das denn jetzt alles für Geräusche hier drin? Gemüse, Gemüse, da ist wieder Spargel. Brokkoli. Die Tulpen. Ein bisschen Zwiebel können wir auch noch mitnehmen. Mystic Light Flower Seeds, okay. Und Salat können wir noch ein bisschen mitnehmen. Melone. Oh, Kaktus. Okay. Eigentlich, wenn ich mir. Huch! Oh, weia, das wollte ich ja. Da! Guck mich nicht so creepy an, Mann. Okay. Nee, lass mich in Ruhe. So, kleines Kind. Bitte was? Julene, die Kind. Ah, ja. Gut. Dann heiße ich Bex, die Mann. So, ich glaube, mehr ist jetzt hier aber auch nicht mehr zu holen. Aha, bist du denn? Passt da gar nicht hier rein. So. Okay. Klar. Ein Bergarbeiter mit einem halben Anzug. Na klar. Man eigentlich mit euch. Ah, man kann ja auch handeln. Sehr schön. Finde ich auch. Oh, was ist denn da los? Ach du. Alter, lass mich gerade aus. Finde ich gar nicht nett. Was ist denn hier los, Emma? Keine alle ein bisschen rumzukränkeln hier im Dorf. Ich hoffe nur, dass wir uns nicht anstecken.
Kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, besonders für mein Projekt, was ich hier vorhab. Naja, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück und dann würde ich sagen, machen wir uns ans Haus. Aber zuerst pflanze ich die neuen Seeds ein, die wir jetzt gerade gefunden haben. Naja, ihr wisst ja, ausgeliehen natürlich. Mal gucken, wie ich hier wieder hochkomme. Ach, nee. Da ist die verschollene Wache. Ich wollte das Ganze ja so alles so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Aber da ist er ja. Ja, cool. Na, dann nehmen wir den doch einfach mit nach Hause, würde ich sagen. So wie wir es ja vorhatten.